Hallo und herzlich willkommen zurück zur Pokémon Soul Silver Nuzlocke. Die Musik ist schön entspannend. Und Rolli trägt etwas mit sich herum. Nein, behalt mal. Ja, das ist schön, ne? Lässt einen Kiesel auf den Boden kullern. Ja, bitte, ist ja, wenn du Spaß hast, ne? Hallo. Ich habe meine Faust entschlossen um einen Pokéwalker geballt und bin damit durch den ganzen Park gehetzt, um Watt zu sammeln. Und jetzt bin ich fies und fertig. Okay, wenn du das... Die Wand ist sehr steinig. Kann ein Pokémon sie bezwingen, Bukarella? Eine Sanftglocke. Okay. Was man hier nicht so alles finden tut. Hallo, hallo, hallo. Nicht. Ist gerade echt voll chillig, die Musik. Nice. Okay, das ist cool. Das ist richtig nice. Komme ich hier nicht durch? Okay. Ich glaube, ich habe entschieden. Wir kommen vielleicht mal später wieder hierher. In der Aufnahme, in dieser kleinen Pause habe ich mal kurz geschmult, was man hier so kriegen kann. Halt, ich bin nicht mehr hier raus. Und es ist nicht so weltbewegend. Heute ist Samstag, das heißt, heute findet das Käferturnier statt. Die Regeln sind einfach, fange ein Käfer-Pokémon mit ein... Okay, wir kommen nicht viel später her, wir gehen jetzt wieder zurück. Oh, du hast mehr als ein Pokémon dabei, in dem Fall nimm ein... Dein erstes Team-Pokémon, Norali, der erste, der wirklich mein Pokémon mit seinem Namen anspricht. Ach, ist das schön. Ja, okay. Gut, wir passen währenddessen auf deinen anderen Pokémon auf. Hier sind die Bälle für das Turnier. Wer das stärkste Käfer-Pokémon fängt, gewinnt. Du hast 20 Minuten Zeit. Hey, so lange geht die Folge. Wenn du keine Turnierbälle mehr hast, ist das Turnier beendet. Auch wenn ich in den ersten 5 Minuten meine sämtlichen Bälle irgendwie verschleudere, ist das Turnier vorbei, obwohl 20 Minuten geht? Was ist das für eine Regelung? Hm? Das letzte Pokémon, das du fängst, darfst du behalten. Dann mal los, fang das stärkste Käfer-Pokémon, das du finden kannst. Cool. Okay, ab geht's. Okay, haben wir schon mal das Thema für diese Folge? Nice. Ah, tut mir leid, dich haben wir schon. Nein. Aber hier hätte ich... Hier hätte ich gut Punkte machen können. Eia, hey. Also, ne? Ich meine, ein Pinsir? Oder warte mal, gehen die halt wirklich auf... Geht jetzt wirklich auf so Stärke mäßig oder wirklich auf so ein Level? Und mir fällt gerade wieder ein... Nuzlocke-Regeln! Ich darf ja nur das hier fangen! Stimmt ja! Wie gut, dass ich schon ein Paras hatte! Okay, Ball. Crap. Ah, verflucht. Komm, einmal Donnerschock. Norli, bitte kein Volltreffer, bitte kein voll gutes Mädchen. Kann der Klammergriff jetzt mal bitte aufhören?
Ich habe keine Lust, hier mein Babygirl zu verlieren. 1, 2, 3. Yes! Wir haben ein Pinsir. Nice. Für ein Pinsir wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Beim Angriff dreht es seine Pokédex, was ist bitte los? Ich hab Schaden, Nintus 10. Beim Angriff dreht es sein Geweih. In Käferperioden steckt es sich tief im Wald. Pinsir wurde gefangen. Schön. Okay, hat sich schon für mich erledigt. Bin wieder da. Du hast noch 18 Minuten. Möchtest du jetzt aufhören? Ja, möchte ich. Gut, dann warte bis hier. Ja. Wir dürfen ja nur ein Pokémon fangen, was wir noch nicht hatten. Ja, am Ende hat sich irgendeiner dieses Paras gesammelt, Level 16 und ja. Wir bewerten jetzt die gefangenen Pokémon. Der Gewinner steht fest. Bist du bereit? Auf Platz 3, Jurmi mit einem Pinsir. Ja, war ja klar. Auf der Käferse. Was? Das. Hier, Freundchen, hier, mein Pinsir ist viel stärker, Alter. Alter, komm. 1v1v, Alter, komm. Was? Was? Toll. Toll. Möchtest du Pinsir einen Spitznamen geben? Ja, möchte ich. Ach, Mann. Ich habe so, hey, ja, ein Blutzug, ja, das und das, ja. Ist ja nicht alles so, ne, so selten, so ein Pinsir. Ein Pinsir. Nein, das ist noch Platz 3. Toll, danke. Ach. Wie nenne ich dich denn jetzt am besten? Ich nenne dich... Ja, was weiß ich denn? Teiling. Dein Team ist voll. Teiling, ja, ist ja gut. Toll. Hat sich gelohnt, ha? Wenn du gewinnen willst, kannst du Geschlechter oder kranke Pokémon vergessen. Ich habe gehört, dass besonders hübsch gefärbte Pokémon eine größere Chance auf den Sieg haben. Stimmt das? Also du hast gerade gewonnen, Mann! Hast du dafür Töne? Ich habe vorhin ein Sichlor gefangen. Aber gewonnen habe ich trotzdem nicht. Ja, Sichlor. Fucking Sichlor, Mann. Mit einem Käfer-Pokémon, das ein Hohlstein. Es ging doch um die. Ja, okay. Lernerei allein macht wohl keinen Sieg. Ja, toll. Nö, jetzt will ich auch nicht mehr. Komm, hau ab. Meine Pokémon hätte sie auch nicht mal heilen können. Boah. Alter, ey, brennen hier alle nieder. Noli, du hast mal kurz Pause hier. Meine arme Kleine hier. So, ihr flattert und kriegt nur den dritten Platz. Sie hat gekämpft wie ein Löwe. Ja? Hast du was entdeckt? Hast du was entdeckt? Wirf dir einen Blick zu und lächelt. Ach, mein kleiner Nipnip. Ach, du bist so süß. So, jetzt hier weg hier aus dieser Kackbucht. Ein Aprikoko-Baum. Melk, Melk. Plopp. Aprikoko Blue. So, also, dritter Platz. Was? Mal sehen, ob ich deine Gedanken erraten kann. Oh, du bist gerade nicht ziemlich gut. Oh. Ah, du bist nicht gut drauf. Ja, ja. Was? Lackies? Hier, Flammenrad.
Meine Lieblingsattacke aus der letzten Nasslok. Flammenrad. Na komm. Sag mal dein Kadabra. Wait. Es hat einen roten Stern, einen roten Stern auf der Stirn. Ich verstehe. Ich verstehe. Verstehe es nicht am wenigsten, aber. Ja, ich weiß schon. Versteht das schon. Ist das eine Jojo Reference? Maybe. Komm, Flammenrad. Ich brenn dir alle nieder. Ach komm, das bisschen jetzt mir auch noch geben können. Ach, Fehlanzeige. Ah. Jetzt noch ahnen können, dass ich pissig bin. Nee, wahr? Er schaut sich gehetzt um und scheint irgendwas zu suchen. Ah. Okay, das ist hier, okay. Ach, neue Route. Na, sehen, was wir hier kriegen können. Entschuldigung, da ist es ja. Ach, wie schön. Ich meine, ja, du Vulpix, ist okay. Ja. Ja, Vulpix. Entschuldigung, ich bin gerade so froh. Ah, ja. Das Vermächtnis. Es wird weitergeführt. Komm. Komm zu mir. Yes. Ah. Der Grund, warum ich mich für dieses Vulpix so freue, ist, da ich mir mit meinem besten Freund quasi so abgesprochen habe, dass das Vulpix, Moment, erstmal Eintrag lesen, ne? Greift es einen größeren Gegner an, täuscht es seine Verletzung vor, um sicher vor ihm zu flüchten. Clever. Clever. Möchtest du Vulpix einen Spitznamen geben? Ja. Bevor ich das mache, erzähle ich das mal ganz kurz. Also. Mein bester Kumpel hat auch einen Nuzlocke. Hatte auch ein Vulpix. Ne, deswegen, ne, hatte, ne. Und der Name dieses Vulpix war Firelight. Ein Vulpix mit einem schönen Halsband, also so, also ein Halstuch und einer Laterne. Deswegen hat's leider erwischt. Und wir haben halt wirklich quasi abgesprochen, so, egal wer immer Vulpix, immer Firelight. Es ist immer Firelight. Von daher. Hallo Bob. Nein, Quatsch. Ach ja. Firelight. Hau ich noch eine 2 dahinter? Firelight 2? Aber nein. Firelight ist Firelight. Ja, Friends, sowas von. Du süßes Ding, du. Du hast einen Spielkameraden! Du hast einen Spielkameraden! Was? Ach, stupst! Ich hab Pups! Ich hab grad gelesen, Nipp Pups spielerisch nach den. Ja. Wow! Okay, mal gucken, was hätten wir denn sonst noch haben können. Ja, nee. Haben wir ja auch schon. Deswegen, für Nojo habe ich mir auch übrigens etwas überlegt. Für seine Zukunft. Aber dafür brauche ich etwas Bestimmtes. Ja. Was sehr Bestimmtes. So, ich will dann erstmal gucken. Ja, komm, hallo. Ich bin gegen jede Art von Pokémon-Trainern gewappnet. Und ich bin so. Was? Holger. Ah, guck mal an, du hast da ein Noodle Sonic.
Oh. Ey. Du kleine Kackbratze, du. Du wirst nie den Abschluss schaffen. Weißt du auch warum? Ich verbrenne all deine Noten, all dein Schulzeug, alles. Hoppla, habe ich mich etwa verrechnet? Ja, hast du. Ich laufe immer mit der Nase tief in den... Was? In einem Schuhbuch herum, weil ich nach unten schaue. Sehe ich dabei ab und zu Eitel auf... Okay, du magst zwar deinen Abschluss nicht mehr schaffen, aber ich stell dich ganz gerne als Itemsucher ein. Kannst sofort anfangen. Ja, also Bezahlung... Ne? Reden wir nochmal, ne? Aber ansonsten... Der erste Monatslohn fällt aus. Weißt wofür? Mistmade. Start einfach nur, okay, gut. Weißt du was? Der braucht auch wieder ein bisschen Liebe. Hallo Miffy. Miffy. Hallo Miffy. Ja, wie geht's dir? Miffy sieht sich verwundert im Inneren. Ja, das ist... Hallo? Ich bin Flora vom Blumenladen. Ich muss dir was erzählen. Als ich ein bisschen Wasser auf diesen wandelnden Baum geschüttet habe, ist der vor Schreck zusammengezuckt. Das ist bestimmt irgendein Pokémon. Vielleicht... Wenn du noch mehr Wasser darüber kippst, zeigt er bestimmt auch seine wahre Gestalt. Ich weiß ja, was das hier da ist. Die Frage ist nur... Ist das hier dann... Ist das immer noch dieselbe Route? Also... Ich mach mal ein ganz... Nö, wisst ihr was? Ich will ja die Folge sowieso etwas kürzer halten, deswegen mache ich hier einen Cut. Also ich beende jede Folge. Das meine ich jetzt mit Cut. Also, ne? Cut. Pick Barge oder Modro, genau. Also. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Der Käfer. Dieses Käferturnier war totaler Müll. Aber hey, wir haben einen Pokémon gefangen. Was man hätte sonst nicht fangen können. Und wir haben ein Firelight. Geil. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Folge von Pokémon Soul Silver Nuzlocke. Bye-bye.